Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Everyday Animal Crossing New Leaf. Unser Dorf soll schöner werden. Hi Melinda, sie hat alles für uns vorbereitet und wir sind immer noch in der Livestream-Aufnahme. Und dann bin ich mal gespannt, was sich heute Abend an diesem Samstag ergibt. Das ist zwar jetzt nicht in der Realität Samstag, aber es ist Abend. Und es ist genau 18 Uhr. Ach herrlich, die Abendstimmung. Haben sich ein paar neue Blumen gekreuzt? Ja, eine pinke Tulpe! Awesome! Wo stellen wir dich denn so lange mal hin? Vielleicht... Oh, und da ist noch mal eine rosa! Oh, super! Es hat ja nicht geklappt. Wir haben es geschafft, mal so ein paar Sachen zu kreuzen miteinander. Das ist schön. Dann kommst du nämlich auch hier hin. Wunderbar. Das sieht super aus. Das ist schön. So, wir haben uns in den letzten Folgen einen Kevin erstellt. Das ist jetzt unser neuestes Mitglied im Dorfe. Und der wird in ein paar Wochen dafür sorgen... Eine Bambussprosse. Bambus! Der wird in ein paar Wochen dafür sorgen, dass wir hier coole Wege verlegt kriegen. Wir können schon mal teilweise sogar damit anfangen. Denn ein Muster davon müssen wir auf diesen Charakter speichern. So, was wächst denn hier? Achso, Popos. Hier wachsen Popos. Das ist ja toll. Lieb ich und nicht geerntet. Ein bisschen gießen sollte ich vielleicht noch. Wenn ich noch mehr Blumen haben möchte, muss ich auch gießen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es werden immer mehr Tulpen, aber immer mehr weiße und rote und keine rosane. Ich will aber rosane haben. Eigentlich viele rosa Tulpen. Oh ja, und natürlich sind auch wieder die Zuschauer aus dem Livestream live mit dabei. Erleben quasi das Let's Play schon mal ein bisschen vorher. Natürlich ist es auch mal ganz lustig, sich selber im Chat zu erleben, wenn man dann später das Let's Play schaut. Mal sehen, wie viele von euch dann noch dabei sind, wenn die Folgen auf YouTube laufen. Da ist ja noch mehr rosa. Ach, so schön. Bisschen hat es jetzt geklappt mit dem Züchten mal, ne? Hab hier aber auch ordentlich gegossen die ganzen Tage. Irgendwann muss das ja mal Früchte tragen oder Blümchen oder wie auch immer. Bin mal gespannt, ob der Kevin ein bisschen neuen Schwung bei uns mit in die Stadt bringt. Wird auf jeden Fall für lustige Abenteuer sorgen, der Mr. Kevin. Er hat ja schon mit seinem Auftreten geglänzt. So, okay. Also ernten müssen wir heute nicht, das finde ich ganz angenehm. Wir haben wirklich auch mal ein paar Blumen miteinander gekreuzt, das ist toll. Oh, hier sind mehr Veilchen gewachsen. Okay, wir haben auch geschafft, die Veilchen noch ein bisschen zu erweitern, das finde ich auch gut. Dann setzen wir hier noch die rosa Blume raus, das packen wir zusammen. Wir haben uns das neue Lied noch gar nicht angehört. Ich war nämlich einkaufen und ich habe neue Musik bekommen. Toff, toff, toff. Und zwar... haben wir Go KK Rider. Das mache ich mal ein bisschen lauter für euch. So cool. Das ist echt cool. So, den Ton wieder runterstellen. Wieder 50%. Ja, der Song ist echt nice. Der Song ist echt nice. Okay, was haben wir jetzt noch alles bekommen? Ich wollte Willkommensgeschenke verschicken. Nordlampe. Wie siehst du aus? Nicht so hübsch. Die können wir dann verkaufen. Ich wollte Geschenke verschicken. Und zwar an Jan... und an Quarks Willkommensgeschenke. Lilly könnte auch mal wieder neue Designermöbel gebrauchen. Schenken wir Lilly ein paar neue Designermöbel. Die Nordlampe packen wir hier rein. Die Azurtapete wollte ich auch behalten. Was haben wir denn hier alles? Der Raumanzug, der tolle Mondkatana, Royalstuhl, Babybär, Mamabär. Ich weiß nicht, was für Quarks... cool wäre als, wie soll ich sagen, Inneneinrichtung.
Eine Waschmaschine, Hamsterkäfig, ein Stufenschrank, Glücksfrosch-Set. Eierköpfchen, das sind die besonderen Sachen, die wir hier haben. Kinderwagen, Raumstation, Konga-Trommel. Also halt Stück für Stück halt Quacks Inventar überarbeiten. Wir könnten natürlich anfangen, diese rosa Möbel, die wir haben, nachzubestellen und Quacks zu schicken, in der Hoffnung, dass sie dann ihr, ja, quasi ihre Wohnungseinrichtung dementsprechend anpasst. Also den Amore-Bank-Teile-Dings und die Uhr und ein Flamingo und ein Schmuckkästchen. Ich weiß nicht, mir fehlen, ich hätte ganz gerne welche von diesen Herzchenmöbeln. Ich hätte gerne Liebesmöbel. Liebesmöbel wären cool. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll erstmal. Das würde aber zu Quacks passen, das Sofa. Und ein Flamingo auch. Wir hätten den Flamingo gestern kaufen sollen. Ja, zu Quacks passt Pink, finde ich. Der Flamingo würde echt gut zu Quacks passen. Wir hätten ihn gestern kaufen sollen. Wir können ihn ja bestellen. Wir können ihn ja bestellen. Definitiv. Gar kein Problem. Okay, das Designerbett geht an unsere Lily. Also ich kann ja mal die Sachen hier wegpacken. Die Gießkanne brauchen wir nicht mehr. Und die Axt kann auch erstmal hier hinein. Die pflanzen wir noch an. Dann schenken wir, was schenken wir Jens? Jens, den Lehrerstuhl, den PC-Stuhl, das brauche ich alles selber. Was könnte Jens denn vertragen? Zu Lilly würden natürlich, nicht zu Lilly, zu Quacks würden auch die Royal-Sachen gut passen, weil die sehr hübsch aussehen. Was haben wir denn hier? Irgendwo hatte ich den Royal-Stuhl. Genau, der passt da sehr gut dazu, wie ich persönlich finde. Schicken wir zweimal Sachen was. Was würde zu Jens denn passen? Der hatte so viel Musik bei sich. Hatte Jens eine Konga-Trommel? Ich glaube nicht. Jens kann eine Konga-Trommel kriegen. War das Jens? War das Jan? Jan, dieser Jan, Jan. Ich komme schon wieder durcheinander, weil ich gerade Jens Bild gelesen habe. Völlig durcheinander heute. Gar nicht gut. So heißen die Enten auch alle gleich. War Jens nicht auch eine Ente? Ein Vogel, oder? Ach, ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, der haben wir mal besucht. Mosaikpapier. Schreiben wir jetzt erstmal Briefe. Kevin, genau, schicken wir Kevin einen Brief. Hallo Kevin, wie läuft's? Wie geht's? Wie steht's? Ich schreibe jetzt an Jan erstmal seinen Brief. Liebster Jan, etwas spät, Komma, aber hiermit ein herzliches, oh Gott, ich kann mir nicht schreiben, herzliches Willkommen in Pilsdorf. Punkt. Symbole. Gibt's Herzchen? Kein Herzchen, aber Sternchen. Jawohl. Fertig? So, Jan, du bekommst die Konga-Trommel. Ich glaube, die hatte er nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ach, Jens ist ein Kater, okay. Musikpapier, was können wir jetzt da auswählen? Quacks. Quacks ist ganz weit hinten. Naja, mit Q. Liebste Quacks. An dich. Hiermit. Schreibt man das zusammen hiermit? Ich habe meine Rechtschreibschwäche. An dich hiermit ein herzliches Willkommen in unserem schönen Pilsdorf. Punkt. Pilsdorf. Genau, Pilsdorf. Willkommen, Pilsdorf. So, was, so. Schreiben wir noch was anderes. Viel Spaß. Wünsche mir eh noch viel Spaß. Meinen Freundescode habe ich mal gezeigt, weil die Frage gerade im Chat etwas häufiger kam. Aber der bringt euch auch nichts, wenn ich euch nicht hinzufüge. Das machen wir ein andermal wieder. Oder vielleicht am Ende des Livestreams mal schauen. Ansehen.
Ich weiß nicht, ob man hier mit zusammen oder auseinanderschreibt, aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Schlimm, schlimm. Sie bekommt den Royal Schrank. Dann machen wir jetzt noch... Liebster Quacks. Hier ein P.S. Doppelpunkt. Zusätzlich habe ich hier noch ein Möbelstück für dich. Punkt. Ansehen. Schreibt man wirklich zusammen? Ernsthaft? Cool. So. Ich habe mal auf Anhieb tatsächlich etwas richtig geschrieben. Okay. Wo war das hier? Royalstuhl. So, jetzt bekommt Lily noch was. Lily. Liebste Lily, schau mal, was ich da wieder Schönes für dich habe. Designer Möbel vom Feinsten. Jawohl. Dann müssen wir also dringend zur Post Briefe abgeben. So ein kleiner Plan für heute. Also, wir haben coole Musik eingelegt. Ja, das ist awesome. Wir gehen jetzt ein bisschen mit den Leuten quatschen, ein bisschen Sachen ausbuddeln. Und schauen dann mal, wen wir eventuell alles treffen, was wir noch alles kaufen können. Oh, ist da wieder unser Kunsthändler? Oh, da muss ich wieder googeln. Oh, wir sollten Fossilien wegbringen. Wisst ihr was? Was heute unsere Hauptdevise ist? Fossilien wegbringen. Wir haben nämlich so viele davon. Ich glaube, das ist wieder unser Kunsthändler. Ja, hi Rainer. Willkommen in Reinhard Galerie. Wenn du Kunstwerke von Wettrank zu verdeckte günstige Preise suchst, bist du ja Gott richtig. Aber das weißt du ja bereits, Cousine. Willst du ein geheimes Wissen? Diese Mal hat Reinhard ganz besonders seltene Stücke da. Wenn er könnte, würde ich sie mir alle selber abkaufen. Aber ich gehe weiterhin. Nur ein Frock und da hat doch mit bedacht. Oh nein. Fälschungen erkennen ist ja nicht mein Fall. Moderne Kunstgemälde, das geht ganz gut. Also ihr könnt einfach googeln und euch dann dementsprechend, was machen wir mit Google auf? Hallo Google. Anschauen, wie die Gemälde im Original eigentlich aussehen. Und dann müsst ihr halt ein bisschen schauen. Was ist das, was du... ist das nicht... Das ist die Hermelin-Frau, ne? Warte, ich muss gucken. Ihr kauft die Sachen immer auf gut Glück, seid ihr irre? Aber die hat gar keinen Hermelin, das ist eine Katze. Alter, das ist eine... Oh Gott, wie heißen diese Dinger? Ach du Schreck. Die haben auch einen Namen. Die haben einen Namen, den ich nicht kenne. Die sieht cool aus. Die ist bestimmt teuer. Wie heißen denn die Figuren? Wisst ihr das noch? Keine Ahnung. Das Gemälde hier ist auch schön mit den Wellen. Das ist asiatisch. Ach, ein Guide für Reiners Fälschungen. Ist doch langweilig. Das ist auch ein ganz, 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 ganz berühmtes Gemälde. Ein ganz berühmtes japanisches Gemälde. Nachgucken. Ja, da haben wir es. Also unter berühmten asiatischen Gemälden kann man das hier zumindest finden. Da ist dann aber
kein so ein Hügel drauf. Und zwar ist das die große Welle von Kanagawa-san. Und das hier, oh Gott, das kenne ich überhaupt nicht. Das sagt mir jetzt gar nichts aus. Ich meine, ich war ziemlich oft in Museen, Kunstmuseen und habe mich auch sehr für Kunst interessiert, aber manchmal steht man vor einem Gemälde und denkt sich einfach nur, was ist denn das? So, was das ist, sehen wir in der nächsten Folge von Animal Crossing New Leaf. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Dabeisein, fürs Kommentieren, fürs Bewerten, fürs Favorisieren. Bis zum nächsten Mal bei Animal Crossing New Leaf. Bye!